Ist das nicht wie bei Crash Bandicoot hier, dass da irgendwelche Sachen drin sind? So, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge God of War mit eurem Theo da. Wir sollen Gartenschaumkraut besorgen. Dann machen wir das doch mal. Ja, so einmal raus, einmal bitte Gartenschaumkraut. Und die gleichen Birkenzorn wie ich. So, da ist Fisch. Fisch, soll ich Fisch besorgen? Nee, Gartenschaumkraut soll ich besorgen, ne? So, Freunde, nach, boah, sieht das bombastisch aus, ey. Das ist so schön gemacht, dieses Spiel, ne? Da kann man echt nicht meckern. So brillant, ey. Was? Ist es hier? Gartenschaumkraut? Zu Atreus zurückkehren, okay. Es kommen ja immer wieder so Spiele raus, die echt so das ganze Genre verändern. Und ich finde, hier haben wir echt wieder so einen Titel, der haut echt rein. Das ist echt bombastisch. Gartenschaumkraut, gut. Hast du auch die Rotwurzel? Der Junge sucht danach. Vielleicht könnte er Hilfe brauchen. Bitte, ohne die beiden Zutaten ist die Salbe nutzlos. Bin ich Gärtner oder was? God of Garden. The Green Finger. Alter, renn doch mal bitte. Nur weil hier ein Haus ist, heißt das nicht, dass du nicht rennen darfst. Wir sind hier nicht in der Grundschule, ja? So, und los geht's. Wo ist Atreus? Wo ist der Junge? Der war wieder nur Faxen, ey. Der hat doch bestimmt. Ich schaffe, ist nicht allein. Ach, da ist er. Ich dachte, der hat schon wieder Probleme am Hintern. Hilft das hier? Wann habe ich? Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Du bist unkonzentriert. Wenn ich es verloren hätte. Du hast es verloren. Das sieht aus wie die Rhabarber. Rhabarberbär gibt's hier. So, zur Hexe zurückkehren. Das ist doch keine Hexe. Wobei Hexen ja eigentlich auch gute Frauen waren, ne? Und nicht die Märchenhexen vom Gebrüder Grimm. Genau, was ich brauche. Wird er überleben? Ja. Dann gehen wir. Halt! Ich will euch danken. Ihr wollt eure Ruhe? Dieses Zeichen verbirgt euch vor denen, die eure Reise stören könnten. Lena. Lena. Hamily. Es gibt eine Abkürzung unter dem Haus, über die ihr sicher aus dem Wald kommt. Geht den Weg nach unten und dann auf das Licht zu. Heißt das nicht immer, man soll sich vom Licht fernhalten, wenn man einzieht? Sehen wir dich wieder? So oft oder selten, wie ihr wollt. Und jetzt fort mit euch. Okay. Komm, Junge. Dieser unterirdische Durchgang bringt euch wieder zurück auf euren Weg zum Berg. Nehmt einfach das Boot. Moment. Und nehmt den hier. Er dient euch in der Welt zur Orientierung und Navigation. Und wird euch immer zu euren Zielen führen. Der Hexenkompass. Jetzt habe ich gar nicht vorgelesen, weil die gequasselt hat. Okay, aber wir haben jetzt so einen Kompass da oben drin, wie bei Skyrim. Na,
Mutter hat mir von ihnen erzählt. Ich dachte nicht, dass es sie wirklich gibt. Ja, hab ich auch nicht gedacht. Mann. Ja, die verursachen Albträume. Oder sind sie Albträume? Man weiß es nicht so genau. Ich wünschte, ich könnte sie fragen. Was ist denn hier noch alles? Ich muss ja hier alles immer durchsuchen. Direkt hinter dir! Was hat die mir denn da für eine Abkürzung gezeigt, ey? Eine total prima Abkürzung. Okay, wir gucken uns auf jeden Fall hier um, Freunde der Nacht. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Auf geht's. Ach. Ist offenbar nicht schwer. Was ist los? Was, wo sind schon wieder Viecher? Und ab in Sumpf hier. Berühre nicht das Wasser. Warum? Weißt du, was unter der Oberfläche ist? Nein, es ist kohlrabenschwarz. Dann berühre nicht das Wasser. Ich auch nicht. Da ist aber eine Kiste da vorne. Ich gehe einfach mal, oder? Ich kann auch nie da rein. Wie soll ich denn da an die Kiste kommen? Warte mal. Ne, geht nicht. Atreus, komm her. Komm schon. Die Sichter der Magie. Was ist das denn? Vielleicht finden wir noch, was wir hier brauchen. Gehen wir suchen. Okay, das war jetzt nur für die doofe Maske hier, oder was? Kann mir gar nicht vorstellen. Da sind wir hergekommen, ne? Von da oben. Da können wir bestimmt auch erst durch. Keine Ahnung. Boah, ey. Na dann rüber. Gewöhnlich Talisman gewährt einen Gesundheitsschub. Talisman der konzentrierten Vitalität. Ausrüsten. Okay. Nun gut, jetzt haben wir einen Talisman. Ist das nicht wie bei Crash Bandicoot hier, dass da irgendwelche Sachen drin sind? Anscheinend nicht. Okay. Wie wähle ich denn die Dinger da an, überhaupt, die ich da unten drin habe? Wäre mal geil zu wissen. Habe ich da jetzt was verpasst? Jetzt mit kommen dem Boot wir schnell zum Berg. Richtung Tageslicht fahren. Ich kann gar nicht glauben, dass ich hier bin und all das tue. Es gab eine Zeit, da dachte ich, ich käme nie aus unserem Wald raus. Oder manchmal sogar aus meinem Bett. Komm ich denn da dran? Oh, ich weiß. Ich wollte einfach nur sagen, das hier ist toll. Warte mal. War ich denn hier unten schon mal? Nee, voll. Ich muss doch hier noch irgendwo hinkommen. Warte mal. Vor in der Nacht. Da muss ich doch noch hin. Da ist eine riesen Kiste. Habt ihr das gesehen? Da war eine riesen Kiste. Ich kann die einfach hier lassen. Geht gar nicht. Da war eine riesen Kiste. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich irgendwie runter. Da müssen wir hin. Wie kommen wir da hin?
Ich habe irgendwas vergessen hier. Nee, komm ich nicht hin. Guck mal, da ist ein ganzer Komplex da hinten. Wie komme ich da hin? Da gibt's auch gar nicht. Oder ist das hier durch? Da ist wahrscheinlich da durch, ne? Da komme ich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht hin. Komme ich da irgendwie durch? Ne, da ist Sackgasse. Ach, guck mal, da ist sogar noch so eine... Ah, da ist... Kannst du noch hier freilegen? Wahrscheinlich irgendwie. Denke ich mal. Da kommst du nicht rüber. Kommst du definitiv nicht rüber. Du musst wahrscheinlich da oben in dieses Teil rein. Wenn du irgendwie eine spezielle Kraft hast, würde ich jetzt mal so vermuten. Da. Und dann geht da eine Tür auf und dann kannst du hier das Wasser ablassen. Und dann kannst du da unten irgendwie lang. Würde ich jetzt mal so raten. Hier kannst du auch nicht lang. Dann wird das jetzt sehr wahrscheinlich noch nicht gehen, denke ich mal. Da ist nämlich auch noch eine Tür, siehst du? Da oben. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Ich denke mal, dass das so sein wird. Ich kann ja nochmal die Augen aufhalten, ob man hier noch irgendwo anlegen kann, aber ich befürchte mal nicht, dass es so ist. Okay, gucken wir da raus. Nee. Da ist der Berg. Sieh mal, wie nah wir sind. Wir treiben ins Meerwasser. Tun wir das? Riechst du es nicht? Wenn dieser Geruch das Meer ist, dann stinkt es. Okay. Es stinkt also. Das Meer. Was passiert jetzt? Jetzt passiert sogar irgendeine Kacke hier. Sieh doch mal, das ist Thor. Thor, Gott des Donners. Genau. Du hast zugehört, wenn Mutter von Göttern sprach. Habe ich selten. Was ist mit einem, der keine Schmerzen fühlt? Ja, Schwede. Oh. Das klingt nach Baldur. Baldur. Ein Asengott. Sohn von Odin und Frigg. Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Alter Schwede. Okay, war es vielleicht doch nicht Loki, aber habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, ich sehe etwas. Da hinten in der Mitte des Sees. Alter, warum ist denn hier... Ich kann Runen sehen, auf der Brust. Sie sind kaum zu erkennen. Na dann, schieß mal los. Da steht, opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also, Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Ich weiß noch nicht. Man kann ja wiederholen, ist ja egal eigentlich. Oh oh. Die Axt kommt nicht zurück. Ja, shit. Schlangen.
Danke. Siehst du? Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh, deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg. Sieh nur, das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum Goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hä? Huh? Und da ist sogar ein Dock. Da, neben der Flagge. Alter Vater, was war denn hier jetzt wir los vorhin? Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Nee. Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht. Sie sah verdammt groß aus. Warum kann ich da nie anlegen? Alter Schwede, ey. Was war das denn für eine Action? Das war ja mal geil. Das war ja mal... Nur irgendwo was? Nur einer ohne Fahrschein hier? Krieg ich nicht. Und kriegt das nicht. Kann ich die irgendwie runterfahren oder was, die Teile? Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte. Oh, vielleicht eine Schatzkarte. Okay. Eine Schatzkarte? Was für Dinger kommen die denn hier nur an? Ach du Kacke, nee. Und dann musst du das jetzt hier... Hey, das ist die Postkarte. Und jetzt musst du die wieder schnell abwerfen, oder was? Alter, die haben noch einen an der Latsche, ey. Ganz ehrlich. Das sind nicht meine Rätsel, Freunde. Ich sag euch das jetzt schon. Das, wie sollst du das denn so schnell machen? So kannst du wahrscheinlich nicht, ne? Ja, sicher. Alter, so schnell kannst du doch gar nicht rumzielen mit dem Ding hier, ey. Alter, haben die einen an der Klatsche? Kriegst du so schnell nicht hin, ey. Niemals, ey. Für sowas, ne? Da habe ich keine Geduld, Freunde. Sowas werden wir hier nicht. Sowas werdet ihr bei mir hier nicht mehr sehen, solche Rätsel. Da werdet ihr erstmal drauf verzichten müssen. Vielleicht wenn wir mal irgendwann nochmal hier dran gehen. Da komm ich, warum komme ich da nicht hoch? Dann können wir das eventuell nochmal machen, wenn wir das Spiel durch haben. Aber jetzt erstmal verzichte ich dann dankend. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, gut. Dann, komme ich auch nicht rüber, weil da die Schlotze noch im Weg ist. Gut, dann machen wir erstmal so, wie das Spiel das gerne möchte. Okay. Wenn Eigeninitiative nicht erwünscht ist. Boah, alter Schwede, ist die Schlange groß. Guckt euch das an, ey. Hammerhart. Gut, dann gehen wir jetzt da rein.
Und dann machen wir als Story weiter. So. Anlegen. Aussteigen. Fertig werden. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Oh, war scheiße jetzt. Ja, okay, auch nie. Okay, ist falsch, ja. Gut, ist das falsch. Oh, Videosequenz. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Der Zwerg. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Macht der denn schon wieder hier? Aber wie bist du? Das sieht dich ein Dreck an. Und jetzt rein hier. Wie bist du so schnell hingekommen? Versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Ja, glaube ich, Brock. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast doch immer die besten Sachen im Angebot hier. Ich liebe es immer, wenn ich donnerstags Brocks Angebote bekomme. Da muss ich erstmal immer stöbern beim Kaffee und so. Ist richtig, richtig cool. So, Brock, komm mal her. Wir machen mal ein Foto, wir beiden. Wir beiden hübschen. Kannst du dich nicht hinter Brock stellen? So, mal schön dahinstellen, ein bisschen posen. So. Kommt schon her. Ihr werdet ja echt froh sein. Kriegen wir dich nicht drauf. So, Freunde, wir gehen an dieser Stelle raus und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ja, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Guckt weiter zu und haut eure Kommentare raus. Lasst Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Channel und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Ja, bis dahin, alles Gute, euer Theodor. Ciao, ciao.